Mal. Beim Vorjahresmeister, dem FC Blaues Linz, machten sich die Abgänge ziemlich stark bemerkbar und außerdem hat Trainer Adam Kensi immer wieder Verletzungspech in seiner Mannschaft zu beklagen. Und beim Spiel gegen die Amateure des FC Kärnten war das ganz dramatisch. Da musste er gleich auf 7 Spieler verzichten. Mit dem derzeit 14. Tabellenrang haben die Blau-Weißen bei Weitem keinen Saisonauftakt nach Maß gehabt. Doch auch in der letzten Saison gelang gegen die Amateure des FC Kärnten der Auftakt zur Punktejagd. Die Spieler haben 3 Punkte. Wir werden versuchen, mit alles Mitte dieses Spiel zu gewinnen. Darum, dass wir brauchen unbedingt Punkte und vor allem die jungen Spieler, was wir haben, brauchen einen Sieg, um Vertrauen zu gewinnen. Und das ist, ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Spiel heute für uns. 3 Punkte wären auch für die Kärntner Gäste enorm wichtig, denn sie rangieren im unteren Mittelfeld der Tabelle und werden den Linzern sicher in dieser Partie kein Gastgeschenk bereiten. Bei Blau-Weiß schmerzt nicht nur die zuletzt kassierte 0:3 Auswärtsniederlage gegen Gradkorn, sondern auch der Umstand, dass Trainer Kensi verletzungsbedingt auf Reschnitzecker und Wallmüller verzichten muss. Dennoch zeigen die Linzer von Beginn an Kampfgeist und beherrschen das Spielgeschehen gegen die Amateure des FC Kärnten. Mit diesem Lattenschuss stellt Samir Gradasjevic die Torgefährlichkeit der Hausherren einmal mehr unter Beweis. Nach diesem Zusammenstoß in der 35. Minute verlässt auch Markus Hubig verletzungsbedingt das Spielfeld und für ihn kommt Christian Felkel. Kurz vor der Pause kommen die Kärntner Gäste mit diesem Angriff erstmals zu einer wirklich nennenswerten Chance. Morgenstern kommt nicht zum Schuss und der Ball geht knapp am Tor der Blau-Weißen vorbei. Doch auch auf Seiten der Hausherren kann man die höheren Spielanteile und die sich bietenden Chancen der ersten Spielhälfte nicht nützen und so steht es zur Pause 0:0. Beide Mannschaften kommen ohne Veränderung der Aufstellung aus den Kabinen, doch Kärnten präsentiert sich ein wenig offensiver. Diese offensivere Spielweise bringt jedoch nichts ein und so stellen die Hausherren in der 61. Spielminute durch diesen Treffer von FC Mohawk auf 1:0. Abermals ein Freistoß für Blau-Weiß und Torhüter Schenk von Kärnten hat alle Hände voll zu tun, um das 2:0 noch zu verhindern. In der 80. Minute ist es abermals eine Standardsituation und diesmal kann Marko Vujic per Kopf auf 2:0 stellen. Dies ist übrigens sein erster Treffer in der Regionalliga Mitte. Beim 2:0 Endstand bleibt es schließlich auch und bei Adam Kensi werden Erinnerungen an die letzte Saison wach, wo sich nach dem Sieg über Kärnten auch der Erfolg einstellte. Wir möchten unbedingt eine gute Serie einlegen und ich hoffe und ich glaube auch darum, dass die Mannschaft wird immer besser und das können wir diese Serie einlegen und das ist sehr, sehr wichtig für die Meisterschaft. Aber die 2:0 ist sehr, sehr gut und gut tut für die Mannschaft. Ja, es ist natürlich für mich eine große Befreiung. Die letzten Spiele waren nicht sehr leicht, wir haben 5 Verletzungen gehabt. Und wenn wir die erste Halbzeit wieder gesehen haben, wir haben super gespielt, aber das Tor ist wie vernagelt einfach. Und für mich persönlich auch, weil man darf nie aufgeben, wie man es gesehen hat. Irgendwann kommt man wieder zu seiner Chance und dann macht man es gut. Und für mich persönlich war es natürlich ein super Gefühl wieder. Ich habe mich auch im Cup schon so über das Tor gefreut, in der Meisterschaft. Meisterschaft ist das Tagesgeschäft, das ist das Wichtigste und wir müssen nicht schauen, dass wir Woche für Woche so eine Leistung liefern können. Das sind wir zufrieden und die Fans natürlich auch.